Lord Pappnase. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Soul Rewinds für den Dreamcast. Wir haben das letzte Mal C von erledigt und sind hier jetzt in der Grabkammer von den ehemaligen Seraphanen. Und wieder witzige Anekdote. Ich habe so viele Anekdoten zu dem Spiel. Ich habe beim ersten Mal echt lange gebraucht, um zu raffen, was das Spiel jetzt eigentlich von mir will, wie es weitergeht. Weil von da sind wir ja gekommen. Ne, falls ihr euch erinnert, da haben wir den Block weggeschoben. Und jetzt sind wir halt da drin. So. Und wenn man sich den Raum genau anguckt, dann kann man es vielleicht sehen. Und zwar auf dem Boden ist eine Spirale. Lasst uns doch mal in die Spektralebene gehen. Und wlup, wui. Ist das geil? Ist das geil? Ich finde das geil. So, da sieht man nämlich auch mal, welche Auswirkungen diese Änderungen in der Spektralebene haben kann. Soul Reaver 2 und auch der dritte Teil der Soul Reaver Reihe, beziehungsweise der fünfte Teil, der hat auch nochmal so Effekte, aber das ist alles wahnsinnig kompliziert. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles erklären soll, liebe Leute. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Au! Oh Gott, oh, aua, 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 warum machst du so viel Damage? Was soll denn das? Autschi. Das hat ein bisschen reingehauen. Aber wie gesagt, ich hätte ja echt Bock dazu, ein Iceberg-Video zu machen. So wie ich es für Gothic auch gemacht habe. Das kam ja mega an. Ah ja, Katzi. Sehr schön. Ketzer, an mir kommst du nicht vorbei. So tiefe Loyalität für einen, der dich wie einen angeketteten Hund diesen Vorposten bewachen lässt, lebst du gut von den Resten, die er dir vorsetzt? Deine Beleidigungen werden nur bewirken, dass dein Tod umso qualvoller wird. Kain hat mich schon einmal getötet und nun schau mich an. Ich habe von dir nichts mehr zu befürchten. Das Acting ist super. Love it. Okay. Aua. Jetzt habe ich mein Soul Reaver verloren. Das ist doch Belastung. Das ist tatsächlich ein Turelin, also einer der Abkömmlinge von Turel, dem Bruder nach Raziel. Und man könnte ja meinen, das wäre ein harter Bossfight, aber das ist einfach nur ein ganz normaler Gegner, der halt redet. Ja. So, und hier kriegen wir jetzt tatsächlich eine neue Fähigkeit. Was ein bisschen weird ist. Dieses Relikt hat dir die Kraft verliehen, den Raum zu verdichten und zu manipulieren. Auch der Soul Reaver verfügt über diese Gabe. Konzentriere dich und schleudere einen Ball kinetischer Energie auf Gegenstände, die du sonst nicht erreichen könntest. Ja, es ist ein bisschen weird, weil normalerweise kriegt man die Fähigkeiten ja von seinen Brüdern. Y. Was war denn jetzt Y? Ah ja, so. Bonk. Jetzt können wir nämlich die Telekinese-Fähigkeit einsetzen, was sehr, sehr praktisch ist. Und ich überlege gerade von... Da bin ich gekommen, ne? Wo geht's denn dann hier lang? Warte mal. Was ist denn das hier für ein Raum? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ist das hier der reguläre Weg oder ist das ein Secret? Moment, weil ich habe drin gab es noch einen Felsen, den ich wegschleudern konnte. Es läuft! Ich treffe richtig gut mit dem Soul Reaver heute. So, ein Wurf. Lasst uns ganz kurz mal gucken. Ach, das ist ein Rückweg, oder? Ja, da draußen ist die Grabkammer. Ah, das ist ein Rückweg. Ja, aber da will ich gar nicht hin.
Da will ich ja gar nicht hin, glaube ich. Ich will erstmal da rein. Weil... Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber... Da. Ist so ein Objekt. Quasi eine Kiste mal wieder. Die sich schieben lässt. Und ich glaube, da will ich hin, oder? Will ich da hin? Ich glaube, ich will da hin. Dich mal kurz erledigen. Und dann hier durch. Weil ich meine, hier geht's jetzt zum nächsten Dungeon-Bereich. Und übrigens vielen lieben Dank an die ganzen lieben Kommentare, die To-Do-Listen erstellt haben. Ich habe die Hälfte davon, ehrlich gesagt, schon wieder vergessen gehabt. Ich würde aber ganz gerne noch die nächste Fähigkeit bekommen. Und dann ein bisschen erkunden, ehrlich gesagt. Aktuell ist es noch zu früh, weil dann müsste ich noch deutlich mehr Backtracking machen. Aber ich glaube, mit der nächsten Fähigkeit wird es sich auf jeden Fall lohnen. Lup. So, weg mit dir. Einfach ins Wasser reingefallen. Die Kreaturen, also diese Vampire heißen ja, glaube ich, Dumahin. Die sind Abkömmlinge von Duma. Dem dritten Bruder in der Reihe. Der erste Abkömmling ist ja Raziel. Danach kommt Turell und danach Duma. Und Dumahin haben so ein bisschen, das sind die Allrounder, also die Standardeinheiten von Kainz Imperium. Alle anderen Vampire haben sich so ein bisschen spezialisiert. Auf ihre Fähigkeiten. Die Turellin werden wir später auch noch sehen, genau. Raziels Abkömmlinge wurden leider komplett ausgerottet. Das heißt, die werden wir nicht sehen, auch in keinem Rückblick, was leider sehr schade ist. Wo will ich denn jetzt hin? Während ich so vor mich hin erzähle. Ich glaube, ich will in die Spektralebene. Kann das sein? Ja, das sieht vernünftig aus. Oder auch nicht. Ja. Oh Gott. So. Da so rüber. Ich erzähle gleich weiter. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich dachte nicht, dass hier eine Sprungsequenz kommt. Oh, wie gemein. Da muss ich den... die Kiste runterschieben, ne? Und das geht jetzt halt nur in der materiellen Ebene. Ach, wie gemein. Das heißt, ich muss nochmal ganz kurz in die Ebene rein hier. Das müssen wir nochmal machen. Ja, genau. Und die Melcherin haben wir ja ganz am Anfang gesehen. Das waren diese Zombie-Viecher. Rams. Und... daran merkt man auch, dass Melchior am wenigsten Kraft von Kain bekommen hat. Weil seine einfach so komplett schon am Zerwesen sind. Verwesen wollte ich wahrscheinlich sagen. Und so finde ich es ganz geil, wie diese Lore um das Spiel aufgebaut wird. Ich überlege gerade, schaffe ich diesen Sprung hier? Schaffe ich sogar. Krass. Nein! Oh Gott! mach doch nicht sowas mit mir, Spiel! Hilfe! So, jetzt sind wir drüben. Und natürlich die Zephonie. Diese Spinnen-Insektenviecher. Wo ich ja das Design sehr, sehr geil finde. Oh, jetzt habe ich die Waffe aufgesammelt, das wollte ich gar nicht. Auch gut. So geht's auch. So, was haben wir denn hier? Okay, da geht's irgendwo hin. Ah. Gemeinheit.
Kann ich mir kurz die Seele holen? Ist sie schon weg? Oh, ich glaube, sie ist schon weg. Oh, wieder multiple Wege hier. Flubbidi-flupp. Und da habe ich meinen Soul Reaver wieder. Jetzt will ich trotzdem... Aber wo führt der andere Weg hin? Moment. Ach, kennt ihr das? Wenn ihr im Spiel seid und euch nicht mehr genau erinnert und nicht erkennen könnt, was der optionale Weg ist und ihr den optionalen Weg zuerst laufen wollt, weil da, es ist furchtbar, ich hasse sowas. Da wünsche ich mir manchmal diese Karte aus Dead Space. Ich glaube, das war der reguläre Weg. Glaube ich. Ich gehe erstmal den Weg mit dem Glas, was wir gerade zerschossen haben. Jetzt habe ich zu meiner Schande gar nicht drauf geachtet, was auf dem Glas drauf war, das ich gerade kaputt gemacht habe. Muss ich im Replay nochmal angucken. So, euch ignorieren wir einfach mal. Ich kletter mal hier hoch. Ach, das ist nur, um die Magie wieder aufzuladen. For real? Dafür bin ich jetzt hier rein? Ah, okay. Ah, das wirkt trotzdem irgendwie so... sehr verdächtig. Naja. Ich will das mal so hinnehmen. Dann gehen wir jetzt doch mal hier durch. Und einmal durch. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir jetzt gleich ein schönes Telekinese-Rätsel. Und... Oh, ja, aua. No. Wie brutal. So, hier, ja. Das sind übrigens die angesprochenen Turelin. Die sehen genauso aus wie die... wie der eine Typ, den wir gerade schon bekämpft haben. Die hauen ganz schön rein. Sind, glaube ich, die stärksten Gegner im Spiel. Machen ganz schön Damage. Und die kamen jetzt auch ein bisschen sehr unfair überraschend, fand ich. Ah! Wollte ich gerade werfen. Die können sich nämlich auch immer aus... meinen Griffen befreien. So. Und einmal hier den Kram wegsaugen. Eigentlich noch auch eine Seele. Ist sie schon weg? Ich glaube, die ist schon weg. So, genau. Was wir hier jetzt, glaube ich, machen müssen, ist... War es so einfach? Dass wir diesen Block hier per Telekinese verschieben können. Perfekt. Und dann hier durchgehen. Oh, der kann mich durchs Gitter hauen. Ein bisschen unfair. Oh, es sind zwei von denen. Jetzt muss ich aufpassen. Ich will nicht draufgehen. So, komm mal her. Nice. Und dann können wir hier durch. Und wenn jetzt alles glatt geht, hier hoch. Wobei, ich finde den Block hier so ein bisschen sass, ne? Ich den auch schieben kann, wenn ich wieder in der materiellen Welt bin. Ich kann ja richtig gerade reden. So, komme ich hier irgendwo eine Zurückverwandlung? Hier. Das will ich auf jeden Fall mal testen. Weil dieser Block da hinten ist schon sehr ominös. Einmal für mich testen. Wie ihr übrigens jetzt an den Bannern hier sehen könnt, sind wir bereits im Clan-Gebiet vom nächsten Bruder.
Von, ah, wie hieß er denn? Gedächtnis, Rahab. Und hier haben wir nochmal so ein schönes Fenster. Kann man das kaputt machen? Sieht man da Kain oder Vorador? Man weiß es nicht. Guck mal, ob ich das Glas kaputt schreddern kann. Das geht tatsächlich nicht. Ah, aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar habe ich ja in einer der Folgen erzählt, dass Soul Reaver nicht immer als Nachfolger von Blood Omen gedacht war, sondern als eigenständiges Spiel mit christlichen Glauben beinhaltet werden sollte. Und hier sieht man noch Mönche mit Heiligenschein. Das sind quasi Überbleibsel aus dem Projekt, bevor es dann zu Legacy of Kain wurde. Okay, hier kann man aber nichts machen. Ich finde solche Geschichten immer wahnsinnig spannend. Aber vielleicht bin ich damit auch alleine und ich langweile euch volle Möhre. Das kann auch sein. Ist mir aber egal, ihr müsst einfach zuhören. So, was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Rückweg, ehrlich gesagt. Okay, mal ganz kurz ums Eck. Ob hier irgendwas ist, was ich erkenne. Ja, das ist definitiv ein Rückweg. Genau, hier haben wir ein schönes Boot. Und ich weiß gar nicht mehr, ob es da unten was gab, aber das werde ich jetzt einfach mal rausfinden. Weil angedacht ist ja, dass wir aufs Boot springen. Und dann auf die andere Seite rüberspringen, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich will jetzt erstmal gucken, ob wir hier was haben. Ich höre einen Haufen der Sluaks auf jeden Fall. Da komme ich noch nicht hoch. Der Anker vom Boot, sehr schönes Detail übrigens. Aber hier scheint es tatsächlich für mich noch nichts zu geben. Das heißt, ich guck mal, ob ich jetzt richtig lag mit dem Rückweg. Ja, das sieht gut aus. Habe ich richtig geschlussfolgert. Nennt mich Detektiv Nase. So, ja, dann gehe ich mal hier rüber. Übrigens, lustiger Funfact. Diesem Boot gibt es so eine Harpune. Und diese Harpune, diese Waffe, die kann man aufnehmen und die gibt es nur hier. Weiß nicht, ob euch das jetzt irgendwas hilft, aber ich fand's lustig. Dass es eine Waffe gibt, die es nur hier gibt. Die Musik hat manchmal sowas von Metroid Prime-mäßiges, finde ich schon. Einmal in die materielle Welt. Ich guck noch mal ganz kurz zurück. Ob es hier noch irgendwas gibt. Ah ja, guck mal, da unten. Da können wir jetzt schon die erste neue Vampirart erkennen, nämlich die Rahabin. Von unserem Bruder Rahab. Und wie ihr seht, die haben sich spezialisiert auf Wasser. Und sind somit tatsächlich auch die einzigen Vampire, die in Wasser überleben können. Also sogar eine Fähigkeit, die nicht mal der gute Kain kann. Krasse Dudes. Oh, da ist ein Teleporter, den werde ich aktivieren. Teleporterraum. Flubbeli flub. So, die Teleporter zeige ich euch auch nochmal irgendwann, wie die funktionieren, weil das fand ich auch geil. Die haben nämlich einen coolen Effekt. Aber aktuell brauchen wir es noch nicht. Wahrscheinlich, wenn wir das erste Mal backtracken, um ein bisschen Zeug zu holen. Dann werde ich wahrscheinlich den ein oder anderen Teleporter sowieso brauchen. So, nehme ich eigentlich auf? Ja. Okay. Sehr schön. Genau, hier muss ich, glaube ich, einfach drauf schießen.
Zuflucht vor der vampirischen Gefahr, ist diese Abtei in den Fluten versunken. Dein Bruder Rahab und seine Brut, die selbst die schwachen Strahlen der Sonne Nosgoths fürchten müssen, haben ihre Verwundbarkeit durch Wasser überwunden und sind nach unten ausgewichen. Nun suchen sie die Ruine heim und gleiten durch die Dunkelheit dieser Tiefen. So. Ja, das wird jetzt interessant. Ist eins meiner lieberen Dungeon. Also auf jeden Fall besser als die Stumme Kathedrale. Aus Gründen, die mit Kisten zu tun haben. Ist aber tatsächlich nicht ganz einfach, hier die Sprünge hinzubekommen, ohne dass man ins Wasser fällt. Und ins Wasser fallen will ich ja natürlich nicht. Ja, und die Gegner hier haben auch so eine Telekinese-Funktion, mit denen sie uns gerne von Plattformen ins Wasser schmeißen, was sehr nervig ist. Und wenn ich mich recht erinnere, dann gab es da unten auch gar nichts Sinnvolles. Man musste dann nur sehr, sehr blöde backtracken. Das heißt, da will ich mich gar nicht umgucken, sondern einfach direkt hier rein weitergehen. Und auch die Rabin haben ein sehr geiles Design. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzugehen. Vielleicht auch für Thumbnail. Aber das ist gar nicht so einfach. Ne, Bilder für Thumbnail zu bekommen. I hate it in Soul Reaver. So, komm mal mit hier. Der hat mir ganz schön viel Leben abgezogen. Holy shit. Au, da ist noch einer. Hallo, grüß dich. Na? Eigentlich hätte ich bei dir einfach vorbeilaufen sollen. Ah, jetzt kriege ich dich auch nicht down. Ich keine Waffe oder sowas habe. Diesen Raum werde ich erstmal noch komplett ignorieren. Weil der wird tatsächlich erst sehr, sehr viel später wichtig. In dem saß ich auch viel zu lange. In diesem Raum, weil ich dachte, hier muss man was machen. Und der Weg, den man in dem Dungeon gehen muss, der ist nicht ganz offensichtlich, sage ich mal. Das werdet ihr aber gleich noch sehen. Das zeige ich euch ganz genau. Hier saß ich über eine Stunde in diesem Dungeon. Das war ganz furchtbar. Oh, ich bin fast tot. Vor allem, wie wenig Energie diese geben. Eieiei, ich muss ein bisschen aufpassen gerade. Aber wir kriegen das schon hin. Okay, wir sind hier. Und ich möchte, glaube ich, zuerst meine Energie aufladen. Das heißt, ich springe mal ganz kurz in das Wasser rein. Und ihr seht schon, die Säulen verändern sich wieder stark. Und außerdem kann ich gucken, ob es hier unten noch was gibt. Aber ich glaube nicht, nee. Jetzt muss ich nur gucken, wie komme ich denn hier wieder raus? Da drüben? Ah, komm schon. Du schaffst das, Raziel. Ich glaube an dich. Nee, so komme ich nicht raus. Da drüben wahrscheinlich. Das sieht gut aus. Das sieht vernünftig aus. Ja. So. Gucken wir mal, wie das hier läuft jetzt. Kleine Sprungpassage. Aber ich bin ja Profi da drin. Okay. Ah, Gott, was war denn das? Das war ja furchtbar. Eieieiei, ja, da würde ich auch Kopfschmerzen bekommen, Raziel. Ja, das war ein ganz schön furchtbarer Sprung. Gebe ich dir recht. Der war ganz, ganz, ganz furchtbar. So, ich will mir vielleicht mal vorher angucken, bevor ich die Sprungpassage mache, was sich denn überhaupt in der Spektralebene so ändert. Ist das überhaupt relevant für mich? Ups. Entschuldigung, falsche Taste. Ah, damit ich hier überhaupt rüberkomme. Ja, das ist sogar sehr relevant. Was machst du denn, Raziel? Was soll denn das? So, ich glaube, ich will hier rüber.
sehr gut. Und da drüben ist so ein dummer Typ, der Telekinese kann. Und der ist super gefährlich. Ich hoffe, ich schaffe den Sprung hier. Yep. Ah, geil. Ah, oh, war das gut. Nimm das. Das war befriedigend. Weil die Sprungpassage ist echt nicht einfach. Die ist echt nicht einfach. So, dann gehen wir hier mal weiter. Der Vorteil an dem Dungeon ist halt, der ist sehr kompakt. Also, dafür, dass wir in der Stummkathedrale irgendwie 1,5 Stunden oder so waren, sollte der Dungeon deutlich, deutlich schneller sein. So, mal weg mit der Fackel. Schalt diese Rahabin trotzdem ganz gerne aus, auch wenn ich einfach vorbeilaufen kann, weil die dann doch gerne mal mit ihrem Telekinese-Kram mich von hinten abschießen. So. Ich hoffe, das war der richtige Weg, den ich hier gerade gehe. Aber ich glaube schon. Genau, jetzt sind wir in der Haupthalle der Abtei. So. Gib mir mal eure Seelen. Und da muss ich mich jetzt ein bisschen umgucken. Achtung, wo muss ich hier nochmal hin? Genau, weil ich meine sogar, dass es hier war, wo ich so ewig gebraucht habe und nicht wusste, wie es weitergeht. Ich will mal kurz schauen, was das hier war, aber ich meine, das wäre nur ein Rückweg gewesen, falls man irgendwo runterfällt. Genau, hier kommt mal wieder ganz am Anfang, wo der ältere Gott, das Tentakelviech, kurz was über die Abtei erzählt. Kommt man zurück in den Bereich, falls man es verkackt. Und ja, wenn man was verkackt, muss man wieder komplett von Anfang machen. Das ist das so, das ist cool. Aber dann weiß ich, wo ich hin muss. Das ist gut. Nom, 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 nom. Dann weiß ich, wo ich hin muss. Achtung, pass auf. Das ist nämlich ein bisschen gemein. Und zwar da vorne bei der Tür. Außerhalb der Kamera, wenn man hier steht, kann man hier hochspringen. Und dann muss man hier rüber und hier hoch. Und das ist doch, also das finde ich Gameplay-Design technisch echt doof. Weil wer guckt denn nach oben? Wer in Videospielen guckt nach oben? Niemand. Ich habe Majora's Mask gespielt. Vor 2 Jahren das erste Mal nachgeholt. Sehr geil. Sehr geiles Game. Und da gab es ein Rätsel, da musstest du nach oben gucken. Ich saß 1/2 Stunde lang fest. Wer guckt nach oben? Niemand. So, und jetzt kommen wir zu der nächsten schönen Sprungpassage. Ich freue mich. Okay. Ich glaube, so ist gut. Springen und dann erst nach vorne drücken. Also quasi kurz warten, dann schafft man das schon. Und dann hier rein, guck mal, wie perfekt das war. Da will ich mich ja mal selber loben, so gut war das schon. Hoff. So. Und hier wird das Glasfenster kaputt. Und natürlich kommen nochmal sehr nervige Sprünge gleich. Und ich versuche, die beim ersten Mal zu schaffen. Ich kann aber nichts versprechen. Oh mein Gott, ich bin der weltbeste Videospieler der Welt aus Deutschland. Oh mein Gott, bin ich gut. Ich bin so stolz auf mich. Bei meinem First Playthrough bin ich da so oft runtergefallen. Sehr schön. So, was ich hier machen will, ist einmal speichern. Weil das Spiel stürzt hier gerne mal ab. Das weiß ich noch. So. Und jetzt hoffe ich einfach drauf, dass wir nicht abstürzen. Wir läuten eine Glocke, ist das Dark Souls? Und damit hat sich eine Tür geöffnet. Hey, es ist wirklich wie Dark Souls. Sehr geil. Sehr geil.
So, meine lieben Freunde. Das ist aber, glaube ich, ein schöner Moment, um die Folge zu beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr meinen Erklärungen weiter lauschen wollt, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Ansonsten denkt dran, alles wird gut und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.